repariert werden können, diese Feuer? In den Anden. In den Anden. Weiß man da irgendwelche Gebirgszüge? Ja, wenn ich wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Würden Sie nicht sagen. Aber ungefähr, also, es ist ein sehr riesiges Gebiet, man findet es nicht. Aber ungefähr die Gebirgsketten oder was? Na, zwischen Äquator und Chile. Ja, das ist ein großer Begriff. Das sind ein paar tausend Kilometer. Und auch nicht, also es sind ja zwei oder drei vorhanden. Und die sind also nicht auf einem Platz. Und die sind mit deutschen U-Booten dahin gebracht worden? Nein, die sind geflogen noch. Die sind noch geflogen? Sind noch geflogen. Die U-Boote konnten sie nicht bringen. Die haben die U-Boote begleitet. So, jetzt gehen wir... Die aus Norwegen nach in die Antarktis gefahren sind. Okay, jetzt gehen wir zu dem, was waren Sie im Zweiten Weltkrieg und wodurch sind Sie an die Geheimunterlagen von den deutschen Flugscheiben angekommen? Na, ich sagte, ich war nur... Also erst einmal war ich bei der SS und hatte dort bei einer bestimmten Dienststelle mitgearbeitet, die nicht genannt werden kann oder soll. Und dann war ich, wie ich von der Wehrmacht dann zurückgekommen bin, aus dem Kriegslazarett Belgrad, wurde ich von der Partei freigeholt und wurde Sachbearbeiter für geheime Rechtssachen bei Schirach. Und da hatte ich von der SS den Auftrag, in Wien zu bleiben und in der Nähe von Schirach zu sehen, was da alles gemacht wird. Und als ich dann über seine schlechte Haltung, seine Amuren und so weiter, und während des Bombenangriffs, er hat da Gedichte gemacht, habe ich das natürlich auch bei unserer Dienststelle festgelegt. Und eines Tages war ein ganzes Konvolut von Sünden, sogenannten Sünden, zusammen. Und da ist ein Kurier zu Reichsheinrich, zu Himmler gefahren, und hat ihm das ganze Konvolut gegeben. Und der Himmler ist nach Durchsicht zum Hitler gegangen und hat gesagt, mein Führer, ich habe hier das ganze Material über Schirach. Und das habe ich drei Tage später, wussten wir das alle im engen Kreis genau. Hitler hat zu Himmler gesagt, gehen Sie, ich will das nicht sehen. Und von dem Tag an war bei uns da oben aus. Dann haben wir gewusst, dass mit Hitler überhaupt nicht mehr zu machen ist. Gut, jetzt ich wollte fragen, was für Material haben Sie über die Flugscheiben in Erfahrung bringen können oder über die UFOs? Ja, ich habe die Namen der Konstrukteure, ich habe, wo sie geflogen sind, wo sie gebaut wurden, das habe ich in der Wolfszeit drinnen festgehalten, das steht im Buch. Das wissen die Alliierten auch. Wo sind die gebaut worden? Wo sind die deutschen Flugscheiben gebaut? Also in Prag, im BMW-Werk in Prag zum Beispiel. Also auswendig weiß ich jetzt auch nicht, BMW-Werk war eine Hauptstelle, also steht jedenfalls im Buch drin. Meine Frage ist, inwieweit hat die SS-Expeditionen zur Findung von der Hohlwelt oder von verloren gegangenen Kulturen? Ja, wir haben die Hohlwelttheorie nicht in den Vordergrund gestellt. Das war ein Thema für einige Leute. Aber für die SS, für uns war die Tibet-Expedition zum Dalai Lama, die vorgesehene Amazonas-Expedition mit KISS, also das war vorgesehen. Die Flugscheiben, wo Sie Geheimunterlagen gesehen haben, das waren rein irdische Konstruktionen. Da war keine außerirdische Technik am Gang. Nein. War alles eine deutsche Erfindung. Eine deutsche Arbeit. Was gab es für eine Absatzbewegung an den Südpol? Was war am Südpol genau? Bitte? Was war am Südpol genau? Ein Stützpunkt. Ein Stützpunkt von einem Gebiet, das seinerzeit schon aus Neuschwabenland von einer Expedition, ich glaube 37 oder wann, erschlossen wurde. Was ist in Schwabenland, was war da wirklich auf dem Land, wie hat der Stützpunkt ausgeschaut? Ja, also man hat dort, es war in der Nähe der Schirmacherseen, die warme Thermen sind, also dort konnte man Gashäuser mit Gemüse und so weiter bauen. Und das war also geplant alles, nicht? Und es waren insgesamt, also man hat da noch 3000 Leute nachgebracht.
Nachschub. Aber die Leute, jetzt hat sich dann ergeben, dass die Leute vollkommen steril wurden, unten durch das Klima, also keine, alles bakterienfrei. Und wenn sie dann aus dem Gebiet herauskamen, waren sie bei einem einfachen Schnupfen bereits tödlich. Und jetzt hat man dann nach und nach die Leute akklimatisiert und aus, nach Südamerika verbracht und den Stützpunkt dann vor einiger Zeit ganz aufgelöst. Er war einfach nicht mehr zu halten. Was war mit Admiral Byrd, der dann dort... Der ist doch abgewehrt worden. Und zwar hat es dann noch eine zweite Affäre gegeben, im Jahre 4 oder 56, ich glaube 54 war es, war ein sogenanntes geophysikalisches Jahr. Da hat man in großer Höhe über der Antarktis eine Atombombe gezündet, angeblich als Test, in Wirklichkeit aber auf den Stützpunkt gezielt. Und da konnte mit einer deutschen Technik abgewehrt werden, die Wirkung. Was war das für eine Technik? Ja, das habe ich im Buch geschrieben, aber ich bin kein Techniker, ich konnte keine Einzelheiten angeben. Hat man die Radioaktivität auch? Ich kenne nur das Gerät, den Namen des Gerätes. Welches Material haben Sie gesehen über die deutschen Flugscheiben? Gab es da Konstruktionspläne? Ja, also einer meiner Freunde von der Leibstandarte hat also über der Wiener Fasanengartenkaserne, die eine SS-Kaserne war, thank you.